the Konami code. Up, down, down, left, right, left, right, left, right, left, right, BA select. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. In diesem Part werden wir erstmal drüben diesen Funkturm oder Glockenturm erobern. Dann werde ich versuchen, diese goldene Pfadmission abzuschließen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, habe ich den Tipp von einem Kumpel erhalten in den Kommentaren, dass wir mal bei Wildschwein auf die Jagd nach Honigdachsen gehen sollten. Er hat da einige gefunden und meinte, dass sie vielleicht auch bei mir da sein könnten. Und das werden wir dann, wenn wir noch Zeit haben, versuchen hinzukriegen. So. So. Gut, das haben wir auch gemacht. So, dann Glockenturm. Der ist da oben. Wir sollten uns noch ein Auto besorgen. Weil sonst sind wir ewig unterwegs. Hier steht sogar eins. So. Gerade wenn wir gerade von demjenigen reden, der mir diesen Tipp gegeben hat. Ihr werdet ihn vermutlich noch kennenlernen, denn wir haben die wundervolle Idee gehabt. dass wir hin und wieder mal einen Koop-Part von Far Cry 4 hochladen werden. Sobald wir dazu kommen, den aufzunehmen. Weil ich habe momentan noch einiges mit dem Führerschein zu tun, aber wenn wir es schaffen, dann wird es sehr bald kommen. Das würde ich dann immer sonntags hochladen. Ja, weil da... Oh, warte mal, hier sind sogar gerade Schweine. Was ist man hier unterwegs? Erstmal, obwohl, wir fahren einfach mal mit dem Auto weiter, vielleicht sieht man so ein Ding, ja. Ja, dann, weil Sonntag ist ja der freie Tag, da ist ja noch nichts geplant und da würde ich das dann hochladen, wenn wir was dazu aufnehmen und ich denke mal, das würde ganz cool werden. Jetzt muss ich aber erstmal gucken auf der Map, dass wir hier zu dem Glockenturm kommen. Okay. Jo, ich fahre hier mal wieder mega in der Scheiße rum. Kann ich das, okay. Oh oh. Steig ein, Alter. Okay. Ich dachte erst, das wäre ein Honigdachs, aber leider nicht. Das waren dann, boah. Ich lasse mich schon wieder ablenken, aber hier sind wieder so viele geile, Truhen. Einmal da. Dann einmal hier. Und einmal hier. Und da ist noch einer drinnen. Außen vielleicht. Oh, lol. Wo könnte die denn sein? Schwein. Ein Dach vielleicht? Hm. Okay. Lol. Wo ist diese Kiste? Naja, okay. Ich werde das jetzt nicht ewig als Zeitverschwendung hier nehmen. Ich werde das einfach weiterfahren. Weil... Wir haben einiges an Kram zu tun heute. Boah, Junge, was läufst du mir vors Auto, du Spast? Oh Mann, jetzt habe ich da Minus-Karma bekommen, weil der Typ mir vors Auto gelatscht ist. Was soll denn das? Boah. Das ist nicht passiert gerade. Boah, ne. Jetzt hängt der Wagen da fest. Boah. Man sieht... Oh. Und dann wird man hier wieder abgefuckt, ey. Boah, ey. Leck mich doch. Boah. Boah, fickt euch doch. Ich will doch nur meinen scheiß Glockenturm erobern. Nein! Mann, ey. Oh.
Und wieder von vorne. Boah, leck mich, ey. Wir haben 5 Minuten gespielt und haben einfach noch nichts geschafft. Ah. Fucking Scheiß hier. So, wo sind wir? Ja, ja, Klappe. Okay, ich sehe den Glockenturm schon mal. Ich habe keine Ahnung, wo wir gelandet sind, aber der Glockenturm ist da oben und da wollen wir hin und das ist gut. Erstmal auf der Map nochmal markieren. Ach du Scheiße. So. Ach ja. Ja, super. Okay. So. Ich gucke immer noch so ein bisschen nach Honigdachsen nebenbei. Könnte ja immer sein, dass hier irgendwie was rumläuft. Weiß man ja nie. Okay. Wie komme ich denn hier hoch? Wie komme ich hier hoch? Ah, da, perfekt. So habe ich das gerne. So. Jo. Okay. Ich rüste schon mal den Pfeil und Bogen aus. Falls ich irgendwen sneaky erledigen muss. Okay, krass. Was geht hier ab? Oder falls mir irgendwas auf den Sack geht. Okay. Sieht clean aus hier. Also ab nach oben. So. Auf dem Weg natürlich immer schön gucken nach der Truhe. Oder ist sie hier schon gewesen? Nee, ne? Yep. So. Boah. Okay. Hier ist die Truhe schon mal nicht auf dem Außenbereich. Auch hier ist sie nicht. Aber wir können jetzt mal... So. Warte mal. Warte. Alter. Hier hinter ist die. Okay. Okay, lol. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Ah, hier vielleicht. Boah, ey. Nee, auch nicht. Hier rüber. Ah, ja, hier rüber. Oh. Tricky. So. Dann haben wir das. Und dann muss ich da hoch. Ich glaube, ich muss noch die Propaganda abhängen, die unten stand. Oder irgendwo. Kriegt man eigentlich später noch Feuerpfeile oder sowas? Das wäre auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Weil manche Propagandaschilder sind ja an der Höhe, die man nicht so ganz gut erwischt. Klar, man könnte es mit Molotow machen, aber ist das nicht ein bisschen schwer? Naja. Na, und ich bin mal wieder schlau gewesen, hab meinen Vibrationsmodus nicht ausgestellt bei meinem Handy. Ja. Verlassener Weiher. Oh,
Haus der Familie Rai. Okay. Alles Orte, die wir uns erstmal nicht ansehen werden. Aber wir haben die, soweit ich jetzt sehe, die, jo, wir schauen uns die Weltkarte an. Soweit ich sehe, die, Leuchtpistole. Super schön. So. Jetzt ab zu dem guten Golden Pfad. Wo auch immer er ist. Hier oben. Meine Fresse. Ja. Wie kommt man da am besten hin? Ja gut, dann erstmal eine Schnellreise. Gut. Das Beste wäre natürlich jetzt, wenn wir diesen... Ah ne, warte mal, hier ist gar nicht der Gyrocopter, ne? Okay, dann fahren wir. Ich würde mir einen Wegpunkt setzen. Um die Fähigkeitenpunkte kümmere ich mich später. Und wenn wir es nicht ganz schaffen, wir werden vielleicht auf dem Weg ein bisschen was finden. Dann werden wir die Mission auf jeden Fall im nächsten Part machen, weil wir dann da drüben sind. Kann mir bitte jemand helfen? Also zu, so viel dazu schon mal. Weil es könnte wirklich von der Zeit echt nicht mehr reichen. Fahrhilfe, kein Signal, super. Ich will immer schneller fahren mit Shift, aber dann mache ich die Fahrhilfe an. Auch so eine schlaue Sache. So. Was fährt da vorne? Einer von unseren Kumpels. Oh, hier ist eine Maske, die ich mir noch gerne holen würde. Und diverse Kisten. Ja gut, ich glaube, wir werden das schon irgendwie... Lol, schon irgendwie im nächsten Part dann machen mit der Mission. Das ist, glaube ich, ganz gut. Dann hat man auch nicht so viel Stress. Yo, ernsthaft? Voll geil. Okay. Boah, fuck. Okay. Einmal ablassen. Yo. Alter. Okay, Kiste. Der krass, das ist eine Höhle. Fett. Ich hätte schwören können, dass hier unten die Maske ist. Ich hätte schwören können. Vielleicht auch hier vorne. Oder hier. Boah, ey. Das ist heftig. Yep, hier ist er. Sehr schön. Sehr leicht zu übersehen mit dem Wasser, muss ich sagen. Okay, dann können wir abhauen. Wo dann geht's denn? Okay, wer ist schon wieder am Ballern? Einmal nach oben, bitte. So. Der Typ muss auch einiges an Muskeln haben, um sich immer wieder da hochzuziehen. Gut, dann haben wir das erledigt. Auf, weiter nach, Richtung, Goldener Pfad. Boah, leck mich doch. Boah, jetzt gehen wir wieder auf den Sack da hinten, ey. Ignorieren und weiterfahren. Ach, leckt mich doch. Hört doch auf mit der Scheiße, Mann. Geht mir nicht so auf den Sack. Boah. Mann. Boah. Könnt ihr mal die Fresse halten da hinten? Boah, fickt euch doch. Ey, die wollen Stress, ey. Diese Hurensöhne. Boah, ihr wolltet es ja nicht anders, ihr Sack. Gesichter, ey. Erstmal T-Baggen, ey. Nein, Scherz. Okay. Boah, ey, ohne Scheiß. Diesen Part geht aber auch alles schief, ey. Du mieses Mistvieh, ey. Jetzt bin ich im Rage-Mode, aber sowas von.
Oh. Miese. Boah. Okay, wir beruhigen uns wieder. Ganz ruhig. Und dann werden wir das auch hinkriegen. Wieder so schöne Bollywood Indian Music. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber Fritz Kühlert ist die beste Radioshow aller Zeiten. Oh, dude. Wir lassen dich mal laufen. Meines guten Freundes, der es geschafft hat, beinahe die Hälfte aller Glockentürme zu befreien. Möge Paragans Licht euch allen aus dem Arsch. Okay, wir sind sogar schon relativ... Okay. Ich hätte da drüben, wo die diese Seile waren, hätte ich hochklettern müssen, glaube ich. Einfach, um sich das mal anzugucken, weil für die Mission werden wir in diesem Part nicht mehr so viel Zeit haben. Dafür entschuldige ich mich. Ich habe mich auch wieder ablenken lassen wie hell. Aber, boah, fickt euch doch. Ist das euer Ernst? Ich wollte gerade schon sagen hier, ey. Aber wir schauen uns das jetzt wenigstens mal an. Und, lol. Okay, hier lang. Einfach mal um zu schauen und vielleicht finden wir ja noch ein paar Honigdachse, das wäre auch nicht schlecht. Wenn nicht, haben wir halt einfach in dem Part weniger geschafft, als wir eigentlich uns vorgenommen haben. Aber gut, muss man mit leben, ne? Was? Schon wieder so ein dreckiger Adler. Na super. Boah, ein Bär, yo! Alter, erstmal abhauen. Ja, gut, der verfolgt uns schon mal nicht. Das ist wichtig. Okay, Bienen. Nicht so geil. Jo, wo bin ich denn jetzt schon wieder gelandet hier, ey? Ich will doch nur da hoch. Ich will doch jetzt nicht wieder da runter. Mann. Alter, ich hab's echt drauf in behindert sein. Okay. Da ist ein Gyrokopter, das finde ich schon mal sehr, sehr geil. Und ein Adler. Aber der Adler sollte uns jetzt erstmal nicht kümmern, weil der fliegt noch da drüben. Erstmal den Gyrokopter benutzen. Jo. Was jagen die da? Okay. Das war jetzt nicht meine Absicht, von den Typen gesehen zu werden. Boah, meine Boxen nerven schon wieder mega ab, ey. Auf. So, wo genau ist das jetzt hier? Hier? Boah, ich bin so behindert. Ich sehe es schon, ich bin so behindert. Boah, ey. Mr. Inkompetenz hoch 10.000. Yeah. Okay. Dann ab nach... Lol. Jo. Okay. Ich sehe schon, ich bin ein absoluter Vollidiot. Hier ist die Mission. Das werden wir noch für den nächsten Part schon mal wissen. Aber ich möchte jetzt gerne noch mal hier so ein bisschen rumschauen. Ob ich, also... Wir werden uns dann im nächsten Part hier wiedersehen. Ich würde gerne auf der Map nochmal schauen. Wo sind jetzt zum Beispiel Wildschweine am meisten vertreten? Hier oben, ne? Sollen wir da hin? Sind die vielleicht noch irgendwo anders? Ah ja, hier. In der Nähe. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, in Angriff zu nehmen. Ich habe ja ein bisschen was verschissen hier. Deswegen haben wir das nicht ganz hingekriegt. Aber wenigstens möchte ich nochmal die Honigdachse suchen, weil... Du mieses Stück Scheiße! Alter,
Oh shit. Ja, ich hätte ihn vielleicht auch ausnehmen können. Junge. Jo. Wäre auf jeden Fall mal ein Plan gewesen, würde ich sagen. Das kann man ja nicht wissen, wann man das nochmal braucht, ne? So. Ab zu den Wildschweinen. Okay. Jetzt wieder in die andere. Oh, weißt du, ey. Weißt du, Mann, die Karte, die ist aber auch, also die Navigation ist aber auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Muss ich hier ganz ehrlich sagen, ja. So. Und wir haben wieder einen Transporter. Den können wir aber leider nicht stoppen. Der ist zu schnell. So. Boah, man wird hier abgelenkt ohne Ende in dem Spiel. Das ist echt... Das ist echt absolut unglaublich. Boah. Oh, ich dachte schon, es kommen wieder so andere Nupten, ey. Ja, boah, fährt hier einfach die armen Tiere um. Das ist ein Arschloch. So. Come on. Nee. So. Irgendwo hier in den... Oh, ey. Das dauert ja fast gar nicht lange, bis wir hier bei den Schweinen sind. Also wir werden uns definitiv im nächsten Part dann wieder da oben bei der Mission sehen. Da werde ich auf jeden Fall noch hingehen. Nur wir werden jetzt hier den Kram noch suchen und ein bisschen schauen, was wir so tun können. Könnte ich nicht theoretisch eigentlich schon jetzt hier durchlaufen, weil im Grunde genommen das Auto ist ja eigentlich nur schwachsinnig. Hier liegt auch schon was rum. Mal schauen, was das ist. Und da meint wieder ein... Halt die Klappe. Fang gar nicht erst an. Was ist denn das überhaupt? Hallo? Ah. Das ist ein Wildschwein. Okay. Okay, okay. Was haben wir denn hier? Hier gammelt auch einiges an komischen Widdern und Ziegen rum. Aber das ist alles nicht das, was ich suche. Ich möchte gerne ein paar Honigdachse haben. Weil die sind wichtig. Weißt du, die hätten mir auch Tiger oder irgendwas als Fell für einen scheiß neuen Waffengurt geben können. Aber nein, sie wollen Honigdachse. Die Honigdachse sind einfach im Übrigen auch noch die Assis überhaupt in dem Spiel. Die sind ja echt, die sind echt overpowered so ein bisschen, muss ich sagen. Was die mit ihren kleinen Körpern aushalten. Ein Tiger? What? Ah, lol. Schieß doch nicht da drauf! Du Spaß, du bist doch auch ein Idiot, Alter. Schieß der auf dieses verschissene... Spaß, die. Mega Idiot. So eine Inkompetenz habe ich ja noch nie gesehen, ey. Schießt der da drauf, Alter. Junge. Oh Mann, Honigdachse, come on. I know you're here. I know it. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Shit. Boah, diesen Part geht aber auch echt alles schief, ey. Boah, wie viel hält der aus, Mann? Alter. Oh shit. Leck mich fett, ey. Boah, nein. Boah. Puh, die halten alle nicht die Fresse hier. Das ist ja unglaublich. Immer diese Tiere.
So. Jetzt, weißt du, alles erlegt, aber keinen einzigen Honigdachs gefunden. Natürlich. Och Mann. ich habe halt einfach das Glück. Boah, ey, die lassen aber auch keine Ruhe hier, die scheiß Viecher. Mann. Boah, ey, das ist ja nicht wahr. Ihr Nutten. Mann, ey. Alter, das ist ja wohl echt nicht wahr hier. Mann, Mann, Mann. Hier, komm, ey. Gib mir doch einen Honigdachs. Gib mit mir. Jetzt ist da schon wieder so ein Leopard. Das ist ja wohl echt nicht wahr, Mann. Wildschweine? Jo, die sind ja auch mies. Voll vergessen, Alter. Alter, ich sterbe. Voll vergessen, dass die fucking Wildschweine auch Assis sind. Jo, das ist ja echt nicht wahr. Von Wildschweinen zerlegt. Alter! Was ist falsch bei mir, ey? Das sind die toten Hunde. So. Machen wir es einfach. Wo sind die verdammten Honigdachs? Warum gibt es keine Honigdachs auf der Karte verzeichnet? Das ist doch alles Bullshit. Boah, ey, dieses miese Schwein. Du wolltest mich schon mal wieder angreifen hier, ne? Ja, genau. Überall Hunde, überall Schweine, aber keine verdammten Honigdachse, verdammt! Oh Mann. Ja Leute, dann ist der Part heute leider etwas daneben gegangen. Aber das, wir lassen uns nicht davon unterkriegen, wir werden im nächsten Part die Mission spielen. Und sobald wir den Honigdachs sehen, werden wir ihn auch erledigen. Selbst wenn wir nur noch 2 Minuten Zeit für die Mission haben. So einfach ist das. Jo, tschüss. Ja, der da hinten wird auch noch Stress. Geil. Ich mag die Sixer, die ist echt ganz nice. Oh, cool. Ey, ohne Scheiß, wir haben ja heute echt einen Lauf hier am Ende noch. Hui, das war knapp. LOL! Tut mir leid, Junge. Boah, das ist ja wohl echt nicht wahr hier. Sicher, dass ich sterbe? Boah, krass, ey. Jetzt kommen mir die ganzen Nutten an. Achso, lol. Ich hab gedacht, ich hätte ihn umgebracht. Ja gut, dann nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein, Leute. Und... schauen wir noch, was in der Kiste ist. Haut rein. Tschüss. Wah!